habt das gemerkt? Es ist von ganz alleine angegangen. Aber das Geheimnis hinter meiner Kamera ist meine Kamera, Mann, Frau. Martina. Hallo, ich grüße euch. Ah, ist das schön. Freunde, Freunde, Freunde. Hier ist Robert Götz Matuszewski, euer heißer Draht in den Bundestag. Oh, wie laufe ich denn rum? Ist alles so? Ja, ist alles gut. Ja, gestern, das Video ist ja sehr gut gelaufen. Freunde, Freunde, Freunde. Also da bedanke ich mich erstmal recht herzlich. Ich habe ein Anliegen und zwar Michael aus Island. Ich habe dir ein handsigniertes Buch hier, Du bist Schöpfer, nach Island geschickt, ja. Oder ist jetzt nach vielen Wochen zurückgekommen, ja. Da stand drauf, nicht angenommen, nicht abgenommen, nicht abgeholt, ja. Jetzt habe ich blöderweise deinen Kontakt nicht. Ich habe das Buch aber jetzt da. Bitte schreib mir nochmal eine kleine E-Mail, lieber Michael aus Island, damit ich jetzt nochmal rausschicken kann. Ja, ist misslich, aber ist wie es ist. Es ist wie es ist. Ja, das ist ja persönlicher Kontakt zu den Lesern und Zuschauern. So. Ach, wir haben gute Nachrichten. Zum einen hat Karl Lauterbach, unser Zahnpasta, Zahnpflege und Rotwein und Zingel und CO2 und überhaupt Experte, gesagt, pandemische Lage kommt im Herbst zurück. Das ist gut. Dann hat die österreichische Feldjäger oder Bundeswehr oder irgendwas, Reichsarmee da in Österreich, die haben eine kleine Übung gemacht, ja, mit der Bundeswehr aus Deutschland zusammen. Und sie haben unter anderem auf dem Stundenplan stand, wir üben Niederschlagung von Bürgeraufständen, ja. Ja, ist ungefähr so, als wenn der Pyromane den Wald anzündet, ja, und bevor er das macht, ja, bevor er den Wald anzündet, ja, übt er schon mal, wie man löscht, ja. Allerdings, in diesem Falle versucht das mit einem Handfeuerlöscher. Ja, Freunde, es wird ein heißer Herbst, ja, und böse Zungen sagen, das ist doch geplant, ja, ist geplant, dass man die Leute so aufwiegelt und überhaupt. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Wir haben die beste Regierung aller Zeiten, wir haben die besten Politiker seit 45, ja, und ich gebe mein Vertrauen in die Hände von CDU, CSU, FDP, Grüne, Linke und SED. Und es wird alles gut. Ja? Bitte habt Vertrauen. Ich habe es gestern schon deutlich gesagt. Es gibt keinen Grund und keine Verunstimmung, hier dieser Regierung nicht zu vertrauen. Ja, wir haben die besten Leute an den richtigen Stellen. So, alles gut. Und hört nicht auf Verschwörungstheoretiker, hört einzig und alleine auf Ignoranzpraktiker. Also bei Telegram hat mein linkes Auge gejuckt, jetzt juckt mein rechtes. Was bedeutet das, Martina, wenn das rechte Auge juckt? Beginnt das Auge rechts zu jucken, da fällt mir kein Reim ein, ist egal. Was haben wir denn noch? Ach so, ja, die USA investieren jetzt mal schnell, ich sag mal investieren, 1,1 Milliarden Euro, nein Dollar, also Dollar ist das gleiche, Dollar ist ein bisschen mehr als Euro inzwischen. Ja, der Euro war mal 1,56, dann war er 1,39, 1,28, 1,18, 1,17, 1,12, 1,7, jetzt ist er bei 98 Cent. Schön, also es geht voran. Jedenfalls die USA investieren 1,1 Milliarden Dollar in Waffen für Taiwan. Ja, ob da wohl ein kleiner Stellvertreterkrieg? Nein, nein, machen die Amis. Ja, um Gottes Willen, haben die noch nie gemacht. Nein, nein, nein. Das ist die Verteidigung der Demokratie. Super, finde ich gut. Sehr gut. Taiwan muss unterstützt werden. Und also das finde ich eine gute Nachricht, oder? Das ist eine sehr gute Nachricht. Und dann habe ich auf Deutsche Welle gesehen, gestern so im Vorbei, so auf YouTube. Ja, YouTube. Darf ja nicht Fernsehen gucken, da hat mir Martina verboten. Deutsche Welle war so eine Schlagzeile, ja. Gegenoffensive der Ukrainer gegen Russland. Der Russe hat verloren, das Thema ist durch. Der Russe, was ist schon der Russe? Walla, inshallah. So, und dann gab ja dieses, meine Nachricht von gestern hat ja für Furore gesorgt, dass vier Flüchtlinge ein Vogel, ein Taubenvogelkind gerettet haben. Ja, ah, ist das schön, ja. Ja, da hat einer geschrieben, ja, das ist eigentlich normal, dass man hilflosen Geschöpfen hilft. Das ist eigentlich normal, das ist nicht der Rede wert, ja. Also da muss man nicht berichten, ja. Und da gab es wieder böse Zungen, die haben gesagt, ja, ja, ja. Aber über die Zehntausende von Vögeln und Greifvögeln und Fledermäuse und Insekten, Milliarden Insekten, die hier geschreddert werden von den Windmühlen, da kräht kein Hahn nach. Aber hier die vier Flüchtlinge, die ein Taubenbaby, ja, retten. Da wird eine Schlagzeile draus gemacht, zumal ja in vielen Städten Taubeneier vernichtet werden, ja. Weil die Tauben, das ist eigentlich Ungeziefer. Weitesten Sinne. Aber Freunde, das stimmt nicht, ja. Jedes Lebewesen ist lebenswert, ja, vor allen Dingen Tauben, ja. Und da muss man einfach mal mit anpacken. In diesem Fall hat es einer nicht geschafft, es brauchte vier, um das Babychen zu retten, das Vogelbabychen. Finde ich toll. Das sind gute Nachrichten, das ist auch, das zeigt auch, ja, wir sind alle Menschen und wir sind alle menschlich. Alle menschlich, oh ja. Und jetzt geht's los mit richtig tollen Nachrichten, Freunde. Seid begeistert, jetzt geht's los. Der Kommentar von Detlef Flinz. Ja, in den Tagesthemen ist legendär. Darin freut sich der Wirtschaftsredakteur des WDR über den Preisschock und dass der uns zwinge, auf Konsum zu verzichten. Nun stellt sich raus,
Der Flinz ist ein grüner Funktionär, ja. Der hat ja gesagt, er hat wirklich gesagt, ja, ja, jetzt regelt der Markt, was die Politik nicht regeln konnte. Ja. Da haben böse Zungen gesagt, Moment mal, nein, es hat immer die Politik geregelt. Zum Beispiel das Zudrehen von Nord Stream 2, ja, da hat die Politik geregelt und der Markt musste reagieren. Ja. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt kostet die Megawattstunde Strom ab Januar statt unter 20 Euro 2021 bis zu 1850 Euro. Ja, und das hat die Politik geregelt, nicht der Markt, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Dann hier auch schön Jan Böhmermann. Jan Böhmermann ist der lustigste, naja, Mann ist jetzt vielleicht, also zuständig fürs dritte Geschlecht beim ZDF. Jedenfalls, Jan Böhmermann hat gesagt, das Apothekenzeichen ist ein Nazi-Symbol und muss abgeschafft werden. Warum? Weil es wurde 1936 designt. Freunde, alles, was zwischen 1933 und 1945 gemacht, gesagt, getan wurde, ist NAZI und muss abgeschafft werden. Ja, ebenso wie Böhmermann. Das meinte auch Böhmermann. So, Insekten als Nahrung für Menschen. Ein Parasitenparadies. Wenn man darüber nachdenkt, liegt es auf der Hand. Nun tauchen die ersten Studien dazu auf. Wo viele Insekten in der Nahrung sind, werden sich höchstwahrscheinlich auch viele Bakterien und Parasiten tummeln, die sich gerne in und um die Insekten aufhalten. Wer hätte das gedacht? Naja, Parasiten, Bakterien, das sind so Worte. In England gibt es ja jetzt schon Schulspeisung aus Insekten für die Kinder. Finde ich gut. Hier, was machen Sie mit Ihrem Lottogewinn? Meine Gas- und Stromrechnung bezahlen. Und mit dem Rest, muss ich dann irgendwie auftreiben. Vielen Dank, Doppel-D, für diesen Kommentar. Kleiner Filou, herzlichen Dank für deinen Kommentar. Ja, was haben wir denn hier? Der milde Winter. So, jetzt wird ja darüber gesprochen, ja hier Global Warming. Und dann haben wir hier so eine Information. 1229 gab es zu Weihnachten Veilchen. 1241 blühten die Bäume im März. 1287 waren die Bäume im Winter neu belaubt. 1538 standen die Gärten im Dezember schon in voller Blüte. 1606, 1609 und 1617 gab es gar keinen Winter. 1659 gab es keinen Schnee und Frost. Und 1792 wurde im Januar nicht mehr geheizt. Im Februar blühten die Bäume. 1807 gab es keinen Winter. 1816 und 1834 waren die Winter gelinde. 1861 konnte am 27.12. im Freien gekegelt werden. Kann man aber auch heute bei minus 20 Grad im Freien kegeln. Also bitte, ja. Und 1873, 1882, 1887 gab es milde Winter. Nach Magdeburger Aufzeichnung zusammengestellt. Allgemeiner Anzeiger. Emmas Leben von 26.01.1899. Ja, gut, okay, das sind so alles historische Dokumente, die interessieren uns aber nicht. Wir haben Global Warming. Energieversorger bleiben an Preisgarantie gebunden. Da gibt es ein Gerichtsurteil, bedeutet, die Preise dürfen gar nicht hochgehen. Oh, ich kriege gerade ein Schlückchen Wasser hier in einer sehr schönen Tasse hingestellt. Dankeschön. Oh. Ah, die Service, oder? Das ist meine Frau Martina. Ja. Also, hier bleibt niemand an Preise gebunden. Wir halten uns auch nicht an Gesetze. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Es wird jetzt alles teurer. Gericht schreitet ein, gegen Inflation und Armut zu demonstrieren, ist Grundrecht. Haldewang, das ist ja der Schützer vom Verfassungs... von der Regierung? Nein, der Schützer von der Verfassung. Verstößt schon wieder gegen das Grundgesetz, welches er in der sogenannten Verfassungsschutzbehörde schützen soll. Ein Gericht hat ihn nach Klage der AfD dazu gezwungen, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit anzuerkennen. Bundesministerin Faeser ist mitverantwortlich. Ach, Frau Faeser ist die beste Frau, die es überhaupt gibt, ja? Und wenn die was entscheidet und sagt, dann ist das immer richtig. Punkt aus Ende. Jetzt kommt's. Bundesministerium für Wirtschaft sagt, Grundlast wird es im klassischen Sinne nicht mehr geben. Wir werden ein System von erneuerbaren Speichern, intelligenten Netzen und Lastenmanagement haben. Da schreibt ein Kommentator, oh, das müssen Sie uns bitte genauer erklären. Wir haben zu jedem Zeitpunkt einen Strombedarf von mindestens 40 bis 45 Gigawatt auch immer. Selbst wenn wir das drücken könnten, ein beträchtliches Mindestmaß bleibt immer. Das ist die Grundlast. Inwiefern wird es die künftig nicht mehr geben? Da antwortet das Bundesministerium, weil wir moderner und smarter werden, als Sie das im Moment noch für möglich halten. Ja, Freunde, modern und smart ist, geht zu eurem Stromzähler, ja, schreibt auf, was da steht und danach schaltet den Hauptschalter aus. So, und dann werdet ihr sehen, spätestens nach einem Jahr werdet ihr feststellen, ihr habt nichts verbraucht. So, und dann haben wir auch keine Grundlast. Wer braucht denn Strom, ja? Ich habe doch gerade zitiert aus 1700 irgendwas und 1600 irgendwas und 1200 irgendwas. Haben die Strom gehabt? Nein! Und sie haben sich trotzdem weiterentwickelt, ja? Also bis heute.
Also weiterentwickelt vielleicht jetzt nicht, aber sie haben überlebt. Ja? Und wir brauchen auch nicht zu heizen. Das brauchen wir nicht. Ja? Ein Mensch heizt mit 100 Watt. Ja? Überlegt euch mal. Ihr müsst doch bloß 80, 90 Leute in eurer Wohnung haben. Wie warm das dann wird. Ja? Vor allen Dingen, wenn ihr einige aus dem Bundestag reinholt. So, dann hier. Das Weiße Haus sagt, ungeimpfte Migranten, die in die USA einreisen, und ein ungeimpfter Tennisspieler sind zwei verschiedene Dinge. Stimmt, das eine ist das eine, ungeimpfte Migranten, welcome. Das andere ist das andere, ein ungeimpfter Tennisspieler, not welcome. Es kann so einfach sein. Also Freunde, dass ich das überhaupt noch erklären muss. Ja? Dann hier. Wie Staaten versuchen, das Wetter zu beeinflussen. 50 Staaten der Erde beeinflussen laut der Weltorganisation für Meteorologie, WMO, ganz offiziell das Wetter. Sie sehen künstliche Wolken und Meer. So, das nennt man Geoengineering. Ja. Aber, Mahnung an alle Verschwörungstheoretiker hier, es gibt keine Chemtrails. Gibt es nicht. Hat ja sogar schon der Kinderkanal drüber berichtet. Also. Dann hier, oh, Michael Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion, ist heute Abend mit 91 verstorben. Das war übrigens der Kollege, der posthum, ja, dem U-Boot-Kommandanten, der die Wilhelm Gustloff abgeschossen hat, wo 1200 oder 1500 deutsche Flüchtlinge jämmerlich in der kalten Ostsee ertrunken sind. Ja, die sind halt gestorben und der hat das Ding abgeschossen. Er wusste, dass da Flüchtlinge drauf sind, weg damit. Ja. Und für diese Heldentat im Sinne der Befreiung, ja, hat Gorbatschow diesen U-Boot-Kommandanten posthum noch einen Orden verliehen und ein Denkmal aufgestellt. Guter Mann, ja. Gorbatschow, Ruhe in Frieden. Karma will catch you. Arbeiten, wo du gerne shoppst. Hier, das ist eine schöne Werbung. Arbeiten, wo du gerne shoppst. Schön, schön, schön. Oder hier, Endless Moment, da, das sind die neuen Werbemodels bei uns hier in der BRD, schön, 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 typisch Deutsche. Oder hier, Vorsicht, Crime Scene, Sie sind Krimi-Autor und arbeiten gerne und so weiter. Novum Verlag, hier, so sieht der moderne Krimi-Autor aus, ja. Und auch sehr schön, jetzt in Bad Zwischenrahn, Bösel, Garrel, Pevsum, Remmels, Westerde oder Wittmund bewerben. Du bist sportlich und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung, Auszubildende gesucht. So, wir suchen Auszubildende. Finde ich gut, das ist Multikulti. Walla walla, inshallah. Alhamdulillah. Tankrabatt endet. Hochrechnung bereitet Sorgen. Spritpreise bald über 3 Euro. Pro Liter. Da geht das lang. Und die proben Niederschlagung von Bürgerprotesten. Warum, verstehe ich nicht. Also, kleiner Tipp, heute noch tanken gehen. Geht heute Abend tanken. Geht tanken, geht tanken. Haut euch den Tank voll, weil ab morgens ist diese großzügige Unterstützung von der Regierung, die wir mit unseren Steuern indirekt bezahlen, wieder weg. Und da wird es mindestens 30, 40 Cent teurer. Also heute tanken gehen. Ja. Und bald 3 Euro der Liter. Schön, gefällt mir. So, geht weiter. Hier. Aktivisten haben nachts bei 50 Autos die Luft aus den Reifen gelassen, ihre Motivation, ein Statement gegen die Dekadenz der Reichen zu setzen. Ja, das sind die Aktivisten, die noch nie Auto gefahren sind, die auch nie Taxi fahren, die nie Uber fahren und überhaupt. Ja, gut. Übrigens, Bruno Pete, mein Hausmeister, war mit dabei. Papst Franziskus ordnet an, dass alle dem Vatikan angeschlossenen Einrichtungen und kirchlichen Orden bis zum 30. September alle Gelder und Vermögenswerte an die Vatikanbank zu überweisen haben. Was da wohl los ist, man weiß es nicht. Dann hier, Chaos bei der Bahn. Woher kommen die Probleme? Für 9 Euro konnten in diesem Sommer alle Menschen in ganz Deutschland Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Das kann gut gehen. Bereits im ersten Monat verkaufte die Deutsche Bahn über 21 Millionen 9 Euro Tickets in Deutschland. Gleichzeitig wuchsen die Probleme. Naja, Probleme, Probleme. Das sind so Worte, Freunde. Gibt doch keine Probleme bei der Bahn. Nein, 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 nein. Hier. Dieter Haller fordert zur Winnetou-Debatte. Bevormundung. Warum nicht gleich Donald Duck oder Faust verbieten? Aber nicht mein Donald Duck, mein Administrator bei Telegram. Der wird nicht verboten. Ja? Aber Dieter Haller fordert hat natürlich übrigens recht. Dieter Haller fordert ist der, der in seinem Theater im Wrangelschlösschen, ja, Schlossparktheater, übrigens schön aufgetreten ist, aber nur 2G. Finde ich gut. UNO schockiert mit ihren Aussagen.
Um alle Probleme zu lösen, muss die Weltbevölkerung um mehr als 90% reduziert werden. Dieses Video werde ich auf Telegram teilen, deshalb kommt bitte auf Telegram. So, und die SPD-Bundestagsfraktion tagt ab Donnerstag mit fast ihrer gesamten Parteiprominenz in Dresden. Am Nachmittag machen sie einen Ausflug nach Kamenz und sollen da sogar auf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck treffen. Der sächsische Bürgerwiderstand ist bereit und wird die Berliner Politiker gebührend empfangen. Ja, bringt Blumen mit, bringt Präsente mit und bedankt euch mal bei dieser tollen SPD und vor allen Dingen bei Herrn Habeck. Einfach mal Danke sagen. Seid doch mal dankbar. Briten beginnen mit der Verlegung von Kriegsflugzeugen zu zivilen Flughäfen. Artikel geschrieben von Harald Turner. Großbritannien bereitet sich darauf vor, als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg Kampfflugzeuge auf zivilen Flughäfen zu stationieren. Und da gibt es Leute, die gehen am 9. September für Frieden, Freiheit und Liebe und gegen Krieg und gegen die Sanktionen auf die Straße. Ganz schlimm, Freunde. Wir machen das nicht. Wir bleiben zu Hause. Denn wir wissen, wofür wir zu demonstrieren haben. Ne? Ja, für Black Lives Matter, Extinction Rebellion, Friends of Future, Antifa, Christopher Street Day, Kinder, die sich auf die Straße kleben, The Lost Generation, für gegen Putin, für die Regierung, für Palästina, gegen AfD, gegen Trump und gegen Assad. Es kann so einfach sein. Ja, so. Also zum ersten Mal seit 1945 wieder Kriegsflugzeuge auf zivilen Flughäfen. Schön. Wetterdaten enthüllen Europas größte Naturkatastrophe. Oh. 11 Monate kaum Regen und Extremhitze. Mehr als 300 Chroniken aus ganz Europa enthüllen die grausamen Details einer gigantischen Katastrophe. Da seht ihr mal, wie schlimm im Moment Global Warming ist. Im Jahr 1540. Ja, egal, habe ich jetzt nicht vorgelesen. Deutsche wegen extremistischer Straßenblockaden in Schweden in Haft. Deutsche Medien geben sich überrascht. Deutsche Medien beweinen den funktionierenden Rechtsstaat in Schweden. Oder scheint zumindest überrascht. Dort werden mutmaßlich kriminelle Straßenblockierer aus Deutschland für ihre erheblichen Eingriffe in den Straßenverkehr in Schweden, nämlich anders als in Deutschland, unmittelbar in Untersuchungshaft genommen und 4 Jahre Haft glaubhaft angedroht. Freunde, das geht gar nicht. Da muss jetzt aber mal unsere Regierung intervenieren. Frau Annalena Baerbock als Außenministerin muss doch mal ihre schützende Hand über die Kinderchen halten, oder? Hier werden solche Kinder, Extinction Rebellion und Fridays for Future und The Lost Generation, die werden von Herrn Habeck vom Ministerium mitfinanziert mit knapp 150.000 Euro. Ja, also wir machen das schon so. RTL schickt Dieter Bohlen vor, um Sanktionspolitik der Bundesregierung zu kritisieren. Wenn die diese Sanktionen nicht gemacht hätten und man hätte sich vernünftig an einen Tisch gesetzt, dann bräuchten sich die Leute nicht den ganzen Firlefanz zu machen. So. In einer weiteren Sequenz im Frühstücksfernsehen vom 30.08. des Senders heißt es, ich würde mich sofort mit Putin treffen. Ist das der Beginn eines Umschwenkens bei Bertelsmann? Die Frage ist, ob Wladimir Putin, Vlad, der Fehler, ob der sich mit Dieter Bohlen treffen würde. Ja, man weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. So, und Karl Lauterbach sagt in einer Talkshow hier, er sagt, ja, das kann ich hier nicht sagen. Das mache ich auf YouTube. Jetzt wollen sie auch keine Weihnachtsbeleuchtung mehr. Ja, also Weihnachtsbeleuchtung gibt es nicht dieses Jahr. Wir müssen Strom sparen, gibt keine Weihnachtsbeleuchtung. Und die Blödzeitung fragt, haben die Bürger genug von Karl Lauterbach? Nein, von Karl Lauterbach kann man nie genug haben. Und auch nicht von solcher hervorragenden Werbung, die wir jetzt gerade hier bei Obi sehen. Ich würde mal sagen, Obi International, ja. Alhamdulillah, voilà. So, also schön, also mit dieser Werbung, ja, geht zu Obi. Mit dieser Werbung kann ich doch diesen kurzen kleinen Weichspüler enden. Oder Martina, kann ich enden, oder? Ja, kann ich enden, ja. So, ich mache jetzt YouTube und dann habe ich heute wieder geliefert. Ja, gestern habe ich 5 Videos geliefert. Heute mache ich nur 4, nur, ja. Freunde, und wenn ihr diese Arbeit wertschätzt, danke ich euch für eure Unterstützung. Danke dafür, denn böse Zungen sagen, ich kriege gar kein Gehalt vom Bundestag. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Freunde, schön, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Danke fürs Abonnieren meines Kanals, für eure Kommentare. Ich habe gestern so viele Kommentare bekommen. Alle schon gelesen, alle schon beantwortet, denn ich lese eure Kommentare und ich danke euch dafür. Eure Kommentare sind das Salz in der Suppe, ja. Und immer schön, ja. Irgendwie auch süß, eure Kommentare. Meistens. So, ich bin jetzt weg. Nicht aber, um euch zu bitten, wenn ihr gerade krank seid, werdet ganz schnell wieder gesund, denn wir brauchen euch. Und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Genau. Ah, schön. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau. Martina. Ah, und jetzt kommt das Wichtigste. Wir machen es mal wieder im Duett, oder? Schatz! Wir haben euch lieb. Ja, wir haben euch lieb. So ist das. Tschüss, Freunde. Auf YouTube.